Das Familienlabor ist ein Ort, wo man zusammenkommen kann als ganze Familie und gemeinsam dann Prototypen entwickelt, Comics, Roboter und sich generell damit beschäftigt, wie Familie, Beruf und Freizeit zusammen funktioniert mit digitalen Technologien. Wir haben die Familienlabore ins Leben gerufen, weil wir der Auffassung sind, dass Familien in der heutigen Zeit in der Lage sein sollten, Technik gut zu nutzen, zu ihrem eigenen Vorteil, aber auch die Risiken einschätzen können. Da uns das Thema digitales Lernen als Einrichtung FEZ Berlin sehr interessiert, waren wir gespannt darauf, was bedeutet das, wenn Familien an einem Sonntag den ganzen Tag sich zum Thema digitales Lernen, digitales Leben, digitales Agieren, auch kreativ beschäftigen. Und ja, insofern haben wir davon viel gelernt, würden uns freuen, wenn es da weitere Veranstaltungen der Familienlabore auch bei uns gerne geben würde. Es ist wichtig, dass sich die Familien gemeinsam mit Technik auseinandersetzen, weil die Kinder werden sich sowieso damit beschäftigen. Ja? Sie werden da reingeboren, für die ist das alles normal, so wie Strom aus der Steckdose. Und wenn die Eltern damit einbezogen werden, können sie auf der einen Seite natürlich viel von den Kindern lernen. Ja? Auf der anderen Seite können sie den Kindern auch helfen, die Sachen besser einzuordnen. Also viele Sachen, die jetzt im Internet vorkommen, die für Kinder vielleicht schwierig sind, wie Trolle oder auch Mobbing, kann man natürlich im Gespräch mit den Eltern besser verarbeiten, besser einordnen. Gleichzeitig ist es, profitieren die Eltern davon, weil die Kinder sehr kreativ sind, einen sehr anderen Blick drauf haben, neue Ideen entwickeln können, die man als Erwachsener gar nicht mehr hat. Für mich bedeutet Familie Zusammenhalt, es bedeutet füreinander da sein, aufeinander Rücksicht nehmen. Bei uns geht Alltag und Familie und Hobbys und fast gar nicht zusammen, das ist ganz schwierig, weil es Alltag wenig gibt, was einer der Beweggründe war, warum wir gesagt haben, dass wir hierher kommen, um halt dort ein Mittel vielleicht zu finden, um so eine hohe Flexibilität, wie wir sie im Alltag haben, auch abbilden zu können. Also wir basteln hier halt gerade an so einem Prototypen, mit dem zum Beispiel Entscheidungen leichter getroffen werden können, weil man einfach sagt, okay, das muss nicht mehr einer für alle entscheiden, sondern man macht das entweder per Zufall oder macht ein Voting und nutzt dafür halt technische Hilfsmittel. Was ich auch gut finde, ist, was die Familie sich so ausgedacht hat, ist, dass es demokratisch ist. Also jeder darf mal sozusagen klicken, ne? Auch der Fünfjährige, der noch nicht lesen kann, oder aber auch der Papa, der sonst halt auch sich vielleicht am Wochenende eher im Hintergrund hält. Viele Familien, die hierher kommen, wissen schon, dass es ganz viele tolle Apps gibt, die irgendwie unterstützt. Aber manchmal wissen sie nicht so richtig welche und dann fehlt die Zeit, die vielleicht auch noch zu benutzen. Viel spannender finden wir deshalb, wenn sie hierher kommen und überlegen, welche Apps sie denn genau bräuchten. Und wenn sie mal aus dieser Konsumhaltung rauskommen und wirklich in dieses Produzieren gehen, also was kann ich eigentlich basteln, was hilft mir am besten? Und das sind die Sachen, die wir aufdecken wollen und anderen zur Verfügung stellen wollen.